Was geht, Pokéfans? Mein Name ist Max und willkommen zur wöchentlichen Spiel- und Spaßrunde, in der wir uns ja die ganzen Tauschkarten anschauen, die ich von euch bekomme. Und damit ich es nicht wieder vergesse, weil ich mache das jedes Mal, ich lege mir dort unten, nehme meine Kamera etwas hin und vergesse es immer wieder reinzuhalten, dann mache ich das jetzt direkt. Und zwar kriegt ihr mal wieder eine Codekarte von mir. Schaut mal, was ihr im Online-Spiel findet in diesem Booster. Lasst es mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare. Und jetzt fangen wir an. Wir haben einen Haufen Briefe da, Freunde. Das ist nicht lustig. Das wird ein bisschen dauern. Ja, das sind doch ein paar mehr als gedacht. Wir haben was vom Marcel da, vom Christian, vom Paul mal wieder. Wieder ein Marcel. Wir haben die Jana da. Wir haben den Jay da. Wir haben vom Tama was da. Und wir haben auch was vom Tim. Anschnallen. Und ich weiß ganz genau, in diesen Briefen werden viele, viele Oldschool-Karten drin sein, denn ich suche ja aktuell für Oldschool-Decks, also wirklich vom Base-Set bis zum Rocket-Set. Wobei Rocket spielen wir eigentlich gar nicht. Das ist wirklich Basis bis Fossil, also Basis, Jungle, Fossil. Für die drei Sets suche ich noch spezielle Karten, um, ja, ich versuche tatsächlich 8 Decks parallel zu haben. Und das heißt, wir werden hier viele, viele alte Karten sehen. Also werden wir mal die Stimmung ein bisschen anpassen und werden auch Oldschool-Musik einspielen. Und das passt schon besser dazu, wenn wir jetzt ein paar schöne Karten aus dem Jahr 1999 bis 2001 wahrscheinlich sehen werden. Starten wir also mit dem ersten Brief von Marcel. Jawohl, ein paar Karten sind sogar in Toploader verpackt. Wir schauen uns erstmal diese hier an. Sehen Erikas Bulbasaur. Und zwar aus dem Gym-Set auch eine schöne alte Karte. Ein sehr schönes Design von Bisasam. Mitunter eines der schönsten, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Wunderbar, wir haben ein Promo-Mew. Das ist zum Spielen gedacht. Eine echt coole Karte. Wir werden dann mal auch Deck-Profiles euch zeigen. Das heißt, ich werde auch jetzt nicht direkt auf die Karten eingehen. Wir haben Dunkles Makagor aus Neo Destiny. Und wir haben das Pomelov aus dem gleichen Set. Und dann haben wir hier noch zwei Karten. Mitunter das schimmernde Celebi. Eine der Secret-Rare-Karten aus dem Neo Destiny-Set. Wir haben noch ein Brock's Rhydon. Auch aus dem Gym-Set. Eine schöne Holo-Karte. Und da sammle ich nach wie vor und suche mit eurer freundlicher Unterstützung von Benjamin, bin ich da auch relativ weit gekommen. Das heißt, Nummer 1 ist durch, wir schauen bei Christian rein. Wir haben einmal Erika, eine Trainerkarte aus dem Gym-Set. Schöne Karte als Holo-Version. Es gibt einige Holo-Trainerkarten aus den alten Sets und da suche ich auch noch schön nach solchen Karten. Wir haben die Computersuche, perfekt fürs Deck, genauso wie zweimal Bill und einmal der Energieabsauger. Und weiter geht's mit Paul. Paul hat uns wieder ein sehr schönes und gut verpacktes Paket hier geliefert. Okay, wir starten mit einem extra Nummer 1 und sehen auf der Rückseite extra Nummer 2. Wir fangen mal mit diesem kleinen hier an. Extra 1, nicht so guter Zustand. Ein Raichu X, oha, das ist aber trotzdem eine sehr coole Karte. Das Design gefällt mir, auch wenn sie nicht in einem so guten Zustand ist, behalte ich sie trotzdem gerne. Vielen, vielen Dank, Paul, schon mal dafür. Und diese Codekarte drehen wir einfach mal um. Mit freundlichen Grüßen von Paul hier für euch nochmal einen Code. Schaut, was ihr da findet. Lasst es uns wissen. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich hoffe, es ist was Cooles dabei. Dann extra Nummer 2. It's a prank. Wenn es jetzt wieder so eine Yu-Gi-Oh! Karte wird, wie damals. Ich weiß nicht mehr, von wem das genau war, aber... Nein, bitte keine Yu-Gi-Oh! Karten mehr. Es ist ein sehr seltenes Nachtara gedruckt auf einem Stück Papier. Aber Donphan ist eine schöne Karte aus dem Neo Genesis Set. Eine Rare-Karte in einem echt tollen Zustand. Trotzdem, vielen, vielen Dank für dieses wertvolle Nachtara Goldstar. Gut. Paul, du verpackst die Karten wirklich verdammt gut und es dauert echt lange, die auseinanderzukriegen. Aber wir starten mit deinem Paketchen. Haben hier ein wunderschönes Aquana als Reverse-Holo-Karte für Nikis Sammlung. Optimal. Wir haben Warp Point. Wir haben die Doppel-Farblos-Energie aus dem Basisset. Nightly Garbage Run. Viele alte Karten, wie gesagt. Das ist alles für den Deckbau gedacht. Sichlor, wahnsinnig tolle Karte. Dodri, auch cool. Wir haben den Defender Bill, wir haben noch eine Potion Energy, wir haben einen französischen Defender auch, den hatte er Anfang auch für eine englische gehalten, dann gesehen, die ist ja französisch, aber zum Spielen ist sie vollkommen in Ordnung, genauso wie einmal das Pokémon Center. Es sind ein paar First Edition Karten dabei, wir haben aber noch zwei Karten und zwar einmal das Macho Mai, die Pre-Release Karte von Furious Fists. Die habe ich jetzt für einen Kollegen geholt, der René wird sie vielleicht noch brauchen, also sag mir Bescheid, vielleicht brauchst du sie ja für deine Sammlung. Und wir haben noch ein Despotar-Ex. Eine schöne Karte. Ich sammle zwar wirklich diese Ex-Karten nicht, aber ich fand das Design einfach toll und er hat sie mir angeboten. Vielen, vielen Dank, Paul. Tolle Karten. Und jetzt schauen wir mal direkt bei Marcel rein. Wir bleiben dem Thema treu, haben wieder Oldschool-Karten am Start. Die Computersuche, einmal Bill und einmal Elektroball. Werdet ihr alles noch in Deck-Profiles sehen? Nicht ungeduldig werden, das kommt alles noch. Wir schauen jetzt bei der Jana noch mit rein. Dann haben wir auch ein schönes Päckchen bekommen. Haben auch hier wieder einmal die Computersuche, den Detektor, die Super-Energieabsaugerkarte, Professor Eich plus Power zweimal.
Wir haben hier dreimal Bill, also ihr seht schon, ich rüste wirklich auf für viele, viele verschiedene Decks und das wird richtig spaßig, wenn die mal fertig sind. Weiter geht's mit Jay und auch er liefert uns ein Paketchen in Frischhaltefolie. Wir haben, wie gesagt, Oldschool-Zeug heute nur, Freunde. Wir haben Professor Eich, die Computersuche, den Energieabsauger dreimal, den Super-Energieabsauger und wir haben fünfmal Bill. Diese Karten werden in den Oldschool-Decks wirklich 3 bis 4 Mal gespielt und deswegen brauche ich viele verschiedene, um eben pro Deck 3 bis 4 spielen zu können. Und das wird auch nicht aufhören, wenn wir uns das nächste Paket anschauen, und zwar vom Tama. Also ich weiß vom Tama, dass er gerne alte Karten sammelt und auch original verpackte Booster und Starter-Decks, also wirklich Produkte aus den alten Serien. Und das sehen wir auch bei seinen Verpackungen. Wir haben hier wunderschön ein Pack aus dem alten Team Rocket Set, das er wirklich vollgestopft hat bis zum geht nicht mehr. Und von dem japanischen Neo Genesis Set hat er auch noch eine japanische Packung hier dazu gepackt. Sehr cool, ich versuche die nicht so kaputt zu machen, wobei sie ist ja schon hier kaputt. Es wäre auch cool, wenn das hier so ein Booster Opening wäre von einem uralten Set, einem First Edition Set sogar. Aber an solche Booster werden wir, denke ich, OVP nicht mehr rankommen. Tja, und das ist nur die Hälfte, Freunde. Das ist wirklich viel. Wir haben die Plus Power. Nicht nur dreimal, wir haben sie 6-mal am Start. Wir haben Professor Eich 5-mal am Start, auch First Edition, jede Version. Elektroball, wir haben Scoop Up, auch eine gute Karte. Weitere Plus Power. So, das haben wir etwas sauberer aufgekriegt. Und schauen. Oh, wow, was ist das denn? Oha, Pokémon Scratch. Nummer 107 haben wir einmal Nocturne. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja richtig, richtig geil. Fancy. Oh, da musst du mir mal sagen, ob das früher ein Spiel war. Vielleicht kennst du das ja auch tatsächlich und hast die nicht nur gesammelt. Das ist ja geil. Made in Japan. Schöne Karte. Das hebe ich mir auf jeden Fall irgendwo an einem Ehrenplatz auf. Die schaut ja richtig geil aus. Vielen, vielen Dank dafür, Tama. Und es geht weiter mit einem großen Packen Oldschool-Karten. Wie gesagt, es hört nicht auf, Freunde. Wir haben den Item Finder, den Detektor. 3-mal. Wir haben Super Energy Removal. 3-mal. Wir haben die Computersuche. 3-mal. Wir haben noch ein paar Mal die Doppelfarblos-Energie. Wahnsinn, wie viel Zeug heute wieder am Start ist. Wir haben einmal Professor Eich nochmal und Bill 5-mal. Oh Gott, ich muss am Ende nochmal eine Review machen und sagen, welche Karte ich wie oft habe, wie viele ich noch brauche. Da gibt es wieder eine Update-Liste. Auf PlayOn sind die meisten Karten tatsächlich davon gelistet, die ich noch für die Decks suche. Aber ich habe auch noch einen ganzen Ordner voll mit diesen Karten. Alter Schwede, Freunde, das schaut richtig cool aus. Vielen Dank dafür und wir schließen den ersten Part ab. Ich weiß nicht, ob noch was reinkommt. Wir schließen den ersten Part ab mit dem Tim. Mit ihm habe ich getauscht. Er hat von mir noch ein paar Mewtwo-Karten gebraucht für sein Mega Mewtwo-Deck. Trade? Moment, wenn das der Trade ist. Oh Gott, das ist Bonus. Das ist Trade. Okay, wir schauen uns erstmal den Bonus an. Tim gibt sich auch immer wahnsinnig viel Mühe beim Verpacken seiner Karten. Das ist unfassbar. Wow. Oh, schuh. Okay, schauen wir uns das halt einfach mal an. Wir haben hier ein Azumarill aus dem Neo Genesis Set. Und dieses Azumarill schaut aus, als hätte es ein paar schöne Stunden im Wasser verbracht und ist wieder getrocknet. Wir haben Tohaido, wir haben ein Scoop Up und das ist eine Nicht-Originalkarte, das könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Genauso wie einmal Shiggy und die Energiesuche, das sind so alte Fake-Karten. Die haben wir, glaube ich, schon mal in einem Cards by Mail Opening. Wir haben ein paar Energiekarten, wir haben das Shillock, wir haben das Electek und einmal Mewtwo, auch von dieser wunderschönen Fake-Kollektion. Wir haben ein Togepi, das ist toll, das geht schon mal an die Nikki, ich glaube, das hat sie noch nicht. Wir haben Brock's Lickitung, wir haben Vonera, wir haben ein paar Energiekarten, das dunkle Dictree, das könnte man tatsächlich, glaube ich, noch benutzen zum Spielen. Dann haben wir einmal Dodrio, auch von den Fake-Karten, wir haben ein Brutalander, Delta Species, wir haben ein Evoli aus dem Rocket-Set, wir haben noch ein Evoli und ein paar, oh, noch ein Evoli. 2 Evoli und wir haben noch 2 Pikachus. Vielen Dank dafür, Tim. Jetzt schauen wir uns mal den Trade an. Na, hat er uns hier schon mal dazu geschrieben und hier ist auch tatsächlich ein Brief drin. Den hätten wir vielleicht zuerst lesen sollen. Hallo Maxi, danke für den Trade. Viel Spaß mit den Karten und mit dem Bonus. Tim, The Legend of Yugi. Wir haben schon ein paar Mal ihn hier bei den CBMs gehabt. Checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung, falls ihr Interesse habt, auch bei ihm reinzuschauen auf seinem YouTube-Channel. Habe ich einfach mal mit dazu geschrieben. Den Link findet ihr also da. Schaut mal rein, lasst ihm mal liebe Grüße da und wenn es euch gefällt, was er so macht, dann abonniert auch gerne den Kanal. Beim Trade findet ihr 2 coole Karten und zwar ein Mew, ein Promo-Mew. Das haben wir schon einmal gehabt heute. Das liegt auch noch hier unten. Heißt, 2 Stück sind davon jetzt auch wieder am Start. Und wir haben ein Secret Rare Pikachu und zwar, das ist die Version aus dem Base-Set. Ein bisschen abgewandelt vom Design, aber trotzdem vom Prinzip her genau dieselbe Karte. Hier unten seht ihr es nochmal, das ist die 112 von 111.
damit eine Secret Rare Karte für unseren Max Rarity Binder. Und wieder ein Riesenpaket mit vielen, vielen Oldschool-Karten, Freunde. Das ist wirklich, also der Tisch ist voll mit Karten. Ich kann ja mal ein bisschen runtergehen. Hier liegen nur Oldschool-Karten. Später werde ich die mal sortieren und euch nochmal zeigen, denn das ist wahnsinnig viel gewesen. Wir haben hier, einmal wieder nach oben gehen, wir haben hier ein weiteres Electric, eine echt gute Karte aus dem alten Set, ein weiteres Electroball, wir haben Dodris, wir haben die Computersuche ein paar Mal, Professor Eich, hier unser Professor Sycamore aus dem heutigen Set, da dürfen wir nämlich auch alle Handkarten wegschmeißen und auf 7 neu aufziehen. Erneut Plus Power, wir haben Windhauch, das ist bei uns der Pokémon Catcher, aber man muss keine Münze werfen, deswegen sehr, sehr mächtig. Wir haben 5-mal Bill, wir haben 4-mal den Energieabsauger, 2-mal Super Energieabsauger und 2-mal Energiezugewinnung. Auch eine echt gute Karte und es ist unglaublich viel, Freunde. Ich werde das jetzt mal sortieren. Wir haben hier eine weitere Codekarte und zwar aus der rote und blaue Kollektion von Turtok X. Die Box haben wir vor geraumer Zeit aufgemacht und eine der Codekarten möchte ich natürlich an euch rausgeben. Schaut einfach mal, was ihr findet. Neben dem tollen Turtok, was da als Promokarte drin ist, werdet ihr auch noch Sleeves bekommen und ihr werdet dann auch noch Generationen-Booster kriegen. Schaut einfach mal, was ihr da zieht. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Okay, jetzt ist alles sortiert. Das ist der ganze Spaß. Den schauen wir uns nochmal ganz schnell in der Review an, was da eigentlich alles drin war. Und vor allem die Menge, das macht es eben aus. Wir haben 2-mal das Promo Mew zum Spielen. Wir haben 3-mal Electek, ein Sichlor. Wir haben 4-mal das Dodri bekommen, genauso wie 4-mal Elektroball. Und jetzt wird es einfach irre, wenn man mal schaut, wie viele Professor Eich wir hier haben. Gott, das kann man ja fast gar nicht in einer Hand halten. Schau euch das mal an, wir haben hier locker 12, 13 Stück sind das, glaube ich, oder? Was sind das? 7, 8, 9, 10, 12 Mal Professor Eich. Das reicht für 3 Decks reicht es im Schnitt. Dann haben wir hier 4, wir haben 8, wir haben 12, wir haben 16, wir haben 20, wir haben 22 Mal Bill bekommen. Wir haben ein paar Mal die Computersuche auch bekommen. Hier 8-mal. Wahnsinnig tolle Karte. Gab es bei uns ja schon als Aceback-Karte. Unser Itemradar, das konnte man auch spielen, war auch eine Aceback-Karte. Der Detektor 4-mal. Dann haben wir den Super-Energie-Absauger 7-mal. Alter Schwede, es hört halt echt nicht auf. Wir haben 8-mal den normalen Energieabsauger. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17-mal. Die Plus-Power, die kann man an ein Pokémon anlegen und die Attacken machen dann 10 Schaden mehr. Dann haben wir 2-mal den Defender, man kriegt 20 Schaden weniger. 2-mal Scoop-Up, Pokémon Center 1-mal. Wir haben hier auch 7-mal den Windhauch und sehr viele Doppelfarblos-Energiekarten. Und ehrlich gesagt kommen davon nochmal 10 Stück. 8 Stück, glaube ich, kriege ich noch. Das ist echt krass. Das sind so tolle Karten, die wir auch alle für den Deckbau brauchen. Letzte Woche Donnerstag ist bei uns hier das Internet ausgefallen. Ich habe schon angefangen, das CBM zu bearbeiten, schön und gut, und wollte es dann am Wochenende hochladen und Pustekuchen, ohne Internet geht das nicht. Und lustigerweise heute am Dienstag, als ich eigentlich das Video veröffentlichen würde, kamen nochmal 2 Briefe rein. Heißt, die nehmen wir nochmal mit in das Video und dann wird es wahrscheinlich ein bisschen später erscheinen als gedacht. Aber was soll's, wir haben einen Brief da vom Marius und wir haben einen Brief da vom Benny. Bei ihm haben wir ein paar Karten gekauft, also schauen wir mal, was wir für coole Sachen haben. Und es sind, ich sag's euch, immer noch Oldschool-Karten. Let's go! Yeah! Man kann es schon durchsehen, wenn man die Karten kennt, dann weiß man, was da ist. Es ist die Doppelfarblos-Energie. Und nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern tatsächlich 4-mal. Marius hat viele alte Karten gehabt, alle auf Deutsch. Nee, tatsächlich eine englische Double Colorless Energy ist am Start und 2-mal die Computersuche. Also das wird die letztendliche Statistik noch etwas verändern, denn ich habe das Video jetzt ein bisschen später aufgenommen. Rechnet es einfach mit drauf. 2-mal die Computersuche, sehr, sehr cool. Und dann schauen wir direkt mal beim Benny rein. Vielen Dank, Marius. Von Benny bekommen wir einen schönen Packen alter Holo-Karten, die er hier in 2 Toploader gepackt hat. Schneiden wir das mal auf. Also es sind 5 Pakete und in jedem dieser Pakete sind ein paar Holo-Karten drin. Wir fangen einfach mal von hinten an. Obwohl, das ist eigentlich egal. Wir fangen doch hier einfach an. Wir sehen als allererstes eine schöne Holokarte aus dem Set Neo Destiny. Es ist das helle Arcani. Sehr tolles Design, sehr süßlich gehalten diesmal das Arcani. Normalerweise kennt man es als episches, mächtiges Pokémon. Und hier ist es einfach sehr niedlich gehalten. Weiter geht's mit dem dunklen Gengar aus demselbigen Set. Genauso das dunkle Impergator.
und das dunkle X-Bad. Sehr cool. Nächstes Paket, wir haben Blaine's Charizard. Und da hat er mir versprochen, dass die Karte in einem absolut perfekten Zustand ist. Das werde ich natürlich gleich noch überprüfen. Schaut soweit sehr, sehr gut aus. Wir haben die Wunderenergie noch aus dem Neo Destiny Set, das helle Togetic und das Dark Tyranitar, das dunkle Despotar. Schöne Karte, habe ich nie gehabt, diese alten Holo-Karten. Ich habe nur durch Zufall mal ein dunkles Tornupto gekriegt, aber sonst habe ich die Karten ja nicht gesammelt. Dann aus den Gym-Sets haben wir hier Misty als Holo-Karte, Lieutenant Surge mit einem Knick. Dann haben wir Brock einmal und wir haben Misty Seedra. Sehr cool, diese Sets sind nur auf Englisch erschienen, deswegen werden wir auch hier nur englische Karten sehen. Wir haben Sabrina, sogar als First Edition Karte, was sehr, sehr cool ist. Wir haben Sabrinas Alakazam, wir haben Rockets Mewtwo. Die Karte habe ich schon als so eine Promo-Best-Promo von einem Turnierkarte. Sehr cool, jetzt aber auch die Originalversion aus dem Set. Und wir haben Lieutenant Surge's Raichu. Coole Karte, sehr, sehr schön. Dickes Raichu, kann man nichts anderes sagen, außer sehr, sehr geil. Dann die nächste Karte. Wir haben Giovanni's Persian, also das Nobili-Card. Wir haben Giovanni's Nidoking, auch eine Boss-Karte. Also es ist eines dieser Pokémon, die mir früher sehr, sehr gut gefallen haben, Nidoking. Genauso wie, ich weiß nicht, Turtok und Nidoking waren früher so diese stämmigen, großen, mächtigen Pokémon aus der ersten Generation, also für mein Empfinden. Und ja, schön, dass auch hier das mächtige Nidoking vom Giovanni am Start ist. Wir haben Brock's Ninetales, was aber auch schon bessere Tage gesehen hat. Und wir haben Blaine's Arcanine, sehr, sehr geil. Also das ist jetzt mal hier direkt der Unterschied. Das helle Arcani links und Blaine's Arcani. Man sieht schon, mächtig und sehr putzig. Aber toll, vielen, vielen Dank für die Karten, Benny. Das ist eine wahnsinnige Hilfe gewesen. Denn es sind fast alle fehlenden Holo-Karten gewesen aus den alten Sets. Mal gucken, was noch übrig ist. Ihr werdet es natürlich wieder auf Play-On sehen. Und dann könnt ihr mal gucken, ob ihr vielleicht was davon habt, was ihr mir tauschen wollt. Wäre natürlich geil, dass wir die Editionen aus den alten Sets auch bald vollständig haben. Okay, cool. Das heißt, wir springen jetzt wieder in den Vergangenheitsmaxi, der jetzt das Video beendet. Und jetzt bin ich erstmal durch für heute. Es war so viel Zeug. Der Mülleimer ist schon wieder voll mit dem ganzen Papier und mit den Umschlägen. Aber sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank nochmal an alle Tauschpartner. Es hat richtig Spaß gemacht, die ganzen Karten hier aufzumachen. Denn es sind so tolle Oldschool-Karten, die mir persönlich sehr gut gefallen. Und ja, für den Deckbau, wie gesagt, perfekt. Abschließend gibt es nochmal eine Codekarte für euch, diesmal aus dem Set Ewiger Anfang, also keine Oldschool-Karten. Schaut einfach mal, was ihr da zieht, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, es ist was Cooles dabei, vielleicht sogar Giratina-X wird im neuen Format auch wieder eine wichtige Rolle spielen. Und ja, schaut einfach da wieder mal mit rein. Freunde, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr unten auf den Like-Button drückt. Lasst es mich wissen und schreibt mir was Cooles in die Kommentare. Und wenn ihr neu dabei seid, könnt ihr unten links auf den kleinen roten Button drücken und meinen Kanal abonnieren. Heißt, ihr verpasst auch die nächste Folge nicht. Mal schauen, ob wir dann schon das erste Deck-Profile starten. Wir haben ja momentan so eine Lücke einfach. Jetzt werden erstmal die Worlds kommen. Heißt, jetzt neue Deck-Profiles zu machen, ist noch irgendwie witzlos, weil wir noch nicht die neuen Karten da haben. Und das wird ja erst das neue Format wirklich prägen. Es wird coole Karten geben. Wenn ihr eine Set-Review sehen wollt, dann lasst es uns auch wissen. Wir haben echt Bock drauf, was für euch zu machen. Und ja, das heißt, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Spielen. Und jetzt nehmen wir uns, denke ich mal, das schöne Celebi noch mit rein. Also Freunde, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. So Freunde, jetzt musste ich mal den Standort wechseln, denn für dieses Paket hier, was nicht gerade klein ist, hat mein Zimmer drüben nicht ausgereicht. Also Schreibtisch, keine Chance, deswegen...